Dresden, einer der schönsten Städte Deutschlands, auch Elbflorenz genannt. Die barocke Altstadt mit der wiederaufgebauten Frauenkirche gehört zum Weltkulturerbe. Dazu gehört der Schienenverkehr des 21. Jahrhunderts. Eine moderne Niederflurstraßenbahn fährt über die Augustusbrücke. Im Stil einer arabischen Moschee ist das Tabakkontor der ehemaligen Zigarettenfabrik Jenitzte gebaut. Davor überquert die Eisenbahn auf mehreren Gleisen die Elbe. Zwei Eurocity der Linie Hamburg-Prag treffen sich. Eine Regionalbahn ist auf dem Weg zum nächsten Halt, in Dresden-Neustadt. Der Schienenverkehr in Dresden ist umfangreich und hat auch ungewöhnliche Facetten zu bieten. Die Löschwitzer Höhen erklimmen eine Schwebebahn und eine Standseilbahn. Dazu gehört auch die Parkeisenbahn, die auf schmaler Spur durch den großen Park fährt. Dreh- und Angelpunkt im Dresdner Schienenverkehr ist der Hauptbahnhof. Modernisiert und frisch renoviert zeigt er sich heute. Seit 1898 ist die Station in Betrieb. Seinerzeit als Ersatz für den damaligen böhmischen Bahnhof gebaut. Das repräsentative Gebäude mit seinen großen Empfangshallen gehört zu den Wahrzeichen Dresdens. Einzigartig ist die Kombination aus Insel und Kopfbahnhof in zwei Ebenen. Rechts und links der Mittelhalle verlaufen in Hochlage die Durchfahrtsgleise. Einfahrt hat ein Eurocity auf dem Weg nach Prag. Vorgespannt ist ein tschechischer Vectron. Seit Sommer 2018 bedienen diese Mehrsystem-E-Loks durchgehend die Eurocity-Linie Prag-Hamburg. Vor der Abfahrt des EC fährt ein Zug der S-Bahn-Linie 2 nach Pirna aus. Das Hauptportal mit seinen beiden Uhrentürmen schmückt die Patronin Sachsens, die Saxonia. Das Mittelschiff beherbergt den Kopfbahnhof mit 7 Gleisen. Während unserer Dreharbeiten schränkt eine Baustelle den Betrieb deutlich ein. Blicken wir daher etwas zurück und zeigen das Mittelschiff ohne Baustelle. Im Kopfbahnhof enden und beginnen normalerweise viele Regionalbahnen, unter anderem nach Cottbus, Görlitz, Leipzig, Freiberg und nach Zwickau. Zu DDR-Zeiten zeigt sich der Bahnhof düster und wenig attraktiv. Der Betrieb aber ist ähnlich dem heutigen. Die Fahrzeuge entsprechen der damaligen Zeit. In der Nachwendezeit bleibt zunächst vieles beim Alten. Nur die Werbung ist neu. Neu ist damals auch die Zweisystemlok der Baureihe 180, entstanden in Zusammenarbeit mit der Tschechischen Bahn. Im Einsatz waren diese Maschinen im grenzüberschreitenden Verkehr nach Tschechien. Dort wird mit 3000 Volt Gleichstrom gefahren. Die tschechischen Pardons dazu sind die Reihen 371 und 372. Sie haben lange Zeit die Eurocity von und nach Prag bespannt.
Im Hauptbahnhof wird noch bis 2018 auf die Baureihe 101 umgespannt. Heute sind fast alle Eurocity mit Vectron-E-Loks bespannt. Ausfahrt für den EC nach Prag. Auf der Verbindungsbahn zwischen Hauptbahnhof und Dresden-Neustadt liegen die Gleise in Hochlage. Auf dem Weg einziger Haltepunkt ist der Bahnhof Dresden-Mitte. Wie gehört, wird am Tabakkonto entlang der Marienbrücke die Elbe überquert. Die zweite große Bahnstation ist der Bahnhof Dresden-Neustadt. Ein wichtiger Bahnknoten für die Strecken zum Hauptbahnhof, Leipzig, Görlitz und nach Berlin. Auf 8 Bahnsteiggleisen wird der Betrieb abgewickelt. Innerhalb Dresdens ist Neustadt auch eine wichtige Regionalbahnstation für die S-Bahn und für viele Regionallinien. Auch die Eurocity von und nach Prag haben hier einen Halt. Im 2-Stunden-Takt sind die EC unterwegs. Zehn Vectron E-Loks betreibt die CD über das Unternehmen Euroleasing.